wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute wieder mal in Zusammenarbeitung oder wie man auch in Neudeutsch sagen würde, Kollaboration mit dem Gerald, der sich wieder die Mühe gemacht hat, verschiedene Papiere zusammenzusuchen. Und als er mir das vor der Sendung geschickt hat, fühlte ich mich so erschlagen, dass wir erstmal eine halbe Stunde über das Prinzip dieser Sendung schnacken müssen, bevor wir jetzt Sendung 11 in Angriff nehmen. Alles gut, wir haben keinen Streit, nur einige Dinge muss man irgendwann auch mal klären. Weil ich fühle mich verpflichtet, wenn er mir Informationen schickt, mir das alles anzuschauen und durchzulesen, aber ich habe die Zeit irgendwo nicht. Und man möchte ja auch gerne die Einspannungen, die Mühen eines anderen richtig wertschätzen. Also haben wir darüber geschnackt, wie wir das machen, und ihr könnt euch darauf freuen, dass diese ganze Information wie ein Tsunami nicht nur auf mich losrollt, sondern dass der jetzt auch noch auf euch losrollt. Aber vor allen Dingen hatten wir besprochen, eben ein Papier zu erstellen, was wir auf Archive zur Verfügung stellen, wo ihr selber nachschlagen könnt, dass ihr bitte, bitte diese Sendungen, die wir machen, als Basis nehmt, aber ansonsten eben auch eure eigenen Untersuchungen bitte anstellt. Und dafür könnt ihr die ganzen Papiere gebrauchen, plus was ihr selbst findet, was Gerald im Internet erstellen wird, also auf seiner Archive-Seite zur Verfügung stellen wird, was auch auf meiner Archive-Seite unter dem Titel Moderne Kriege ist das ja bereits schon da, dann immer wieder erneuert wird und dann eben Dinge dazugefügt werden. Da gibt es zwei Dokumente, einmal das original 78-seitige Dokument, wo wir auf Seite 1 aufgehört haben, weil wir uns in Adenauer vertieft haben und immer noch vertiefen. Und dann gibt es daneben noch ein extra Studienpapier, das bei mir auf dem Archive im Augenblick noch nicht ist, bei Gerald auch noch nicht ist, aber in Kürze kommt, und dann könnt ihr das als Studienunterlage benutzen. Weil ein Ding hat sich herausgestellt, ihr kennt doch den Spruch, die Geister, die ich rief, die werde ich nicht mehr los, oder die Dose der Pandora öffnen. Wir öffnen hier keine Dosen der Pandora und wir rufen auch keine Geister an, aber wir haben festgestellt, wenn man sich mit einem Thema so beschäftigt, wie wir das tun, und wenn man immer alles fundieren will, wenn man überall die richtigen Quellen dazu angeben will, dass man dann von Quelle zu Quelle zu Quelle immer in neue und andere und bessere Erkenntnisse stößt. Und
Wir wollen uns da nicht im Detail verlieren, sondern wir wollen den roten Faden dieser Sendung, moderne Kriege oder gehören Kreuzzüge der Vergangenheit an im Lichte der Bibel, weiter beleuchten, tiefer beleuchten und euch halt die Möglichkeit geben, daneben eure eigenen Untersuchungen anzustellen. Und das war der Grund, weshalb wir jetzt gerade eben eine halbe Stunde nicht verschwendet haben, aber intensiv diskutiert haben darüber, wie wir das ab dieser Sendung angehen. Vor allen Dingen haben wir ein Ding beschlossen. Ich werde jetzt meinen Mund halten und ich werde euch Gerald vorstellen, der dann durch die Sendung führen wird. Hallo Gerald, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du wieder da bist und dass wir wieder weitermachen können mit dieser wundervollen Aufgabe. Ja, liebe Zuhörer, hallo lieber Jörg. Ich grüße alle, die jetzt zugeschaltet haben und freue mich schon auf eine spannende Lesung mit viel, ich hoffe nicht zu viel Information. Und ja, ihr habt schon gehört, wir mussten einfach mal reden, weil die Sache ist derart unglaublich groß und vielfältig, dass wir wirklich gucken müssen, wie kriegt man das am besten hin. Das ist alles soweit, denke ich, so, dass wir dort den besten Weg, denke ich mal, zusammen finden werden. Und deswegen würde ich jetzt auch gar nicht lange drum herum reden, sondern direkt anfangen. Jörg, ne? Wir starten. Genau. Und Start war letzte Lesung das Buch Katholische Orden und deutscher Imperialismus mit dem Zitat, das möchte ich jetzt nochmal vorlesen. Den größten Erfolg erzielte der Vatikan in Westdeutschland mit der Errichtung der klerikal-militärischen Diktatur der CDU-CSU unter Führung Adenauers, des Ehrenritters des Deutschen Ordens. Ja, das war genau die Textstelle, wo dann der Jörg weitergelesen hat und dann noch ein paar sehr interessante Anmerkungen gemacht hat oder zu dem Text, der dann gar nicht mehr richtig abgebildet war. Vielleicht gehen wir dann nochmal drauf ein. Mir ist es erstmal wichtig, nochmal klarzulegen, dass Politik und Religion eins sind und der Krieg ist die Politik, Fortsetzung nur mit anderen Mitteln. Und das heißt, man muss wirklich verstehen, dass diese Leute, die eingesetzt sind in den Positionen, eben sich ja einen demokratischen Anschein geben, das natürlich auch überall zum Besten geben. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man einfach dann, naja, sehr schnell dunkle Flecken. Und ein Fleck ist, wobei das kein Fleck ist, sondern eher ein Kreuz auf weißem Untergrund, ein schwarzes Kreuz auf weißem Untergrund ist das Symbol oder das Zeichen des Deutschen Ritterordens. Und da habe ich natürlich ganz klar mal geschaut, kriegen wir da Informationen. Ne? So, und da bin ich auf ein Buch gestoßen, Ritter, Priester, Europäer, Jörg, genau. Das im Handel erhältlich ist, 800 Jahre Deutsche Orden. Und wie gesagt, wir machen jetzt nicht mehr das, dass wir extrem reingehen in die Sachen, weil wir dort wirklich vom Hundertsten ins Tausende kommen, sondern es geht mir, wie gesagt, nur nochmal um die Bestätigung, dass der erste deutsche Bundeskanzler, der die Richtung des Landes bestimmt, eben auch und vor allem bestimmte Mitgliedschaften hat. Und hier kann man zum Beispiel auf dem Bild, also auf dem zweiten auf der zweiten Seite, Jörg, genau, du kannst schon mal bitte runterscrollen, auf der zweiten, genau, sieht man auf der rechten Seite die sogenannte Investitur von Konrad Adenauer am 10. März 1958. Investitur heißt im Prinzip mehr oder weniger sozusagen in das Amt eingekleidet, in das Amt eingeweiht. Und da sieht man hier diese Zeremonie offensichtlich, so, wo er eben dann eingekleidet wird. So, und jetzt schauen wir mal auf die linke Seite, auf diese Seite 114 in diesem PDF. Und da steht eben, dass eben bestimmte ja, bedeutende Ehrenritter eben von europäischem Rang eben ja da Mitglied gewesen sind in diesem Orden, unter anderem eben dann dieser besagte Konrad Adenauer. Also auch hier haben wir sozusagen noch eine Bestätigung von dem, was wir in dem anderen Buch Katholisch Orden und Deutscher Imperialismus gelesen haben. So. Ja.
da mal kurz was zu sagen? Ja. Ich wohne ja hier in Belgien und ja. Da gibt es in der Provinz Limburg, das ist die Provinz, ja. die an Aachen und so angrenzt, da gibt es auch so ein Deutschritterschloss. Ich komme jetzt ums Verrecken nicht auf den Namen. Wir haben damals sogar eine Weinprobe da gehalten vor, was weiß ich, wie viele Jahre, als ich noch bei der deutschen Weinfirma Jakob Gerhard gearbeitet habe. Aber das hat mich dann auch sehr beeindruckt. Das ist nämlich auch schon, ich glaube, 800 Jahre oder sowas alt und unglaublich toll restauriert, unglaublich schön gemacht. Damals habe ich so auf solche Sachen ja vor über 20 Jahren noch ganz anders geschaut als heute. Aber weil hier eben steht, Familiaren des Deutschen Ordens gibt es bis heute keineswegs nur in Österreich und Deutschland. Es gibt sie auch in Belgien, Liechtenstein, Italien, der Schweiz, Frankreich, Vereinigten Staaten, Brasilien und Griechenland. Und deswegen eben, weil ich dieses... dieses Schloss da in Limburg, ich kenne, ich werde mal sehen, ob ich den Namen noch nachher recherchieren kann und euch den eine Beschreibung davon in die Beschreibungsbox des Videos dazufügen kann. Und ich weiß, dass das halt so ein deutscher Orden ist. Ne? Und deswegen wollte ich sagen, das fiel mir jetzt gerade ein. Und dann hast du ja diesen Satz gebracht. Man kennt ja eigentlich nur diesen Satz, Krieg ist die Fortsetzung der Diplomatie mit anderen Mitteln. Und du hast gesagt, Politik ist nichts weiter als die Fortsetzung der Religion mit anderen Mitteln. Und das finde ich sehr weise. Die zwei Sprüche muss man miteinander verbinden. Das eine ist, was zwischen Anführungszeichen sie uns sagen, Krieg ist die Fortsetzung der Diplomatie mit anderen Mitteln. Und was sie uns nicht sagen, ist das, was du gesagt hast, dass Diplomatie oder Politik Fortsetzung der Religion mit anderen Mitteln ist. Katholische Aktion. So, jetzt schweige ich auch gerne wieder, aber das fand ich das, interessant zu bemerken und dabei. Das ist richtig, genau. Und das muss man, also kann man nicht oft genug wiederholen. Das ist so, ne? Und jetzt habe ich, wie gesagt, dieses Buch da bekommen. Das ist ja wirklich ein Werbebuch, ja. Also das ist jetzt absolut pro diesem Orden eingestellt. Das ist ja immer mit diesen Sachen, ne? Ja, das ist mit diesen Büchern immer so ein bisschen schwierig, also sehr einseitig natürlich so, aber interessant. Man muss zwischen den Zeilen lesen und man muss das biblische Verständnis damit beinehmen, man muss sein eigenes Unterscheidungsvermögen gebrauchen können, sonst muss man sich solche Dinge gar nicht erst angucken. Das ist richtig, ja. Ja, und interessant, genau, weil du sagst, zwischen den Zeilen lesen, da können wir hier mal ich habe das jetzt ein bisschen grün unterlegt, auf der Seite 115. Übrigens erstmal ganz kurz nochmal der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß, ne, der ja auch über die Fidesz sozusagen seine Karriere beschleunigt hat, das haben wir auch noch aus dem Zitat von der letzten Lesung gleich noch im Hinterkopf, ne, der wird ja auch erwähnt, er ist nämlich auch so ein sogenannter Familiare, ja. Was das ist, die Erklärung, die ist dann hier in dem Buch auch mit abgegeben, zu der werden wir gleich kommen. Und hier fand ich aber, weil ihr gerade sagt, zwischen den Zeilen lest das ganz interessant. Ich lese das mal kurz vor. Es geht im Orden den Brüdern und Schwestern und den Familiaren neben vielfältigen Aufgaben auch um die Bewältigung der allzu häufigen missgedeuteten Geschichte des Ordens. Wir erinnern uns, es ist ein Ritterorden und Ritter haben ein Schwert. Und mit diesem Schwert gehen die nicht in den Garten, um Blumen zu pflücken, sondern mit diesem Schwert ziehen sie in einen Krieg. Na, das muss man immer wieder sehen. Und da schreibt ein offensichtlich eingeweihter Mensch, Marian Tummler, einmal Zitat, irrig und abwegig wäre es, den deutschen Orden heute noch, Jahrhunderte nach der Auflösung des Deutschordenstaates jenseits der Weichsel mit irgendeiner Osteuropapolitik oder auch nur einem politischen Interessenwahrnehmung in Verbindung bringen zu wollen. Wer solche Behauptungen oder Mutmaßungen aufstellt, ist entweder einer politischen Täuschung oder einem Missverständnis mangels geschichtlicher Kenntnis zum Opfer gefallen, wenn er nicht selbst eine Irreführung der Öffentlichkeit beabsichtigt. Na, das ist ja mal ein Satz, ne? Das ist mal ein Satz, ne? Also, wir lesen hier, dass offensichtlich in der Geschichte des Ordens es auch um eine Expansion gegangen ist, und zwar in Richtung Osteuropa. Und wer jetzt die Lesung schon eine Weile folgt, weiß, dass die Wiederbewaffnung Deutschlands, die EVG, dann die Integration in die NATO, ja letztendlich von Anfang an mit dem Feindbild
Russland, Entschuldigung, Bolschewismus ja, verbunden war. Und wenn jetzt hier gesagt wird, das hat nichts mit nichts zu tun, dann können wir jetzt schon sagen, dass das eigentlich nicht richtig ist, weil wir wissen über die Zitate, über die Aussagen, über die Dinge, die wir über Konrad Adenauer als ersten Bundespräsidenten getätigt haben, oder Bundeskanzler, sagen wir mal so, danke dir, ja, getätigt haben, dass es eben diese Aussage so nicht stimmt. Deswegen ist diese Aussage hier mal eindeutig in grün gekennzeichnet. Ja, das ist ja das wir hatten zwischen Zeilen lesen. Ja, wir hatten ja auch gelesen in so einem anderen Papier, wenn ich mich nicht irre, dass damit drin stand, dass die Absicht war, Polen und diese anderen Ostgebiete, zwischen Anführungszeichen, eben als neues Besiedlungsgebiet für die Deutschen zu gebrauchen. An der Absicht hat sich ja bis heute nichts geändert. Nur machen sie das eben mit anderen Mitteln. Nicht wie Hitler mit dem, lass uns mal sagen, offenen Krieg, sondern eher mit dem verborgenen, dem Religionskrieg oder der sogenannten Politik, der sogenannten Diplomatie, wo wir ja gerade erklärt haben, was das ist. Ja. Und hier sieht man also auch, obwohl man sie, oder wenn man sozusagen in ein Thema reingeht, man sieht sofort wieder eine Verbindung. Ne? Also Osteuropa-Politik ist also ein Thema gewesen. Ich habe jetzt mal ein bisschen weiter geguckt mit dem Deutschorden. Das ist hochinteressant, wenn es um diese Geschichte geht. Wie gesagt, wir können hier nicht in diesem Format jetzt hier noch mehr in die Tiefe gehen. Wer sich jetzt für weitere Recherchen da vielleicht interessiert, dann müsstet ihr dann selber dann auf eigene Faust mal versuchen, da was zu finden. Ne? Aber wie gesagt, es ist interessant, weil, wie gesagt, alles mit allem verbunden ist und wir hier eben auch wieder das Thema Osteuropa haben, was uns ja aktuell auch beschäftigt. Und wer denkt, nochmal ganz deutlich, dass dieser Konflikt jetzt erst so rein zufällig entstanden ist, der ist einem erheblichen Irrtum erlegen, weil dieser Konflikt, den wir jetzt erleben, geplant ist und nicht erst seit gestern. Der ist vorbereitet, der ist jetzt in einer bestimmten Phase, ja, aber die Ursachen für diesen Konflikt, den wir jetzt erleben, sehen wir unter anderem in diesem Beispiel, wo kommen die Leute her? Nochmal, ne? Erster deutscher Bundeskanzler, demokratisch gewählt, hat noch ganz andere Interessen. Und da muss man sagen, eine Wiederaufrüstung, eine Wiederbewaffnung Deutschlands nach dem Krieg, wo die Menschen wirklich kriegsmüde waren, da hatten alle noch ihre Erinnerungen an den Krieg. Hat jede Familie irgendwo Verwandte und Bekannte verloren. Ja? Und in so einer Zeit dann schon wieder in den nächsten Schritt zu gehen, wieder an die Ziele, an die alten Ziele zu gehen, ne? Das geht nur, wenn man Interessen vertritt, die eben nicht dementsprechend, was die Wähler einem sozusagen dann vielleicht mitgeben. Egal, was dann vielleicht da vor der Wahl gesagt wird. Ne? Und das ist immer wieder ganz, ganz wichtig, dass man dort wirklich wieder, wie gesagt, nochmal ganz, ganz wichtig zwischen den Zeilen lesen muss. Ne? Und wie gesagt, ich erwähne da auch immer die ganzen Weihnachtsansprachen 48, 56, die sozusagen wie so eine Art Startschuss waren für die ganze Kirche, egal ob das jetzt evangelisch ist oder katholisch, das ist sowieso mehr oder weniger alles auf Linie gebracht schon. Und da ging das dann los, da marschierte sozusagen dann das geistige Schwert voran. Ne? Und jetzt, ein paar Jahre später, ja, sehen wir sozusagen dann direkt die Auswirkungen, ne? Wie man sozusagen in den heißen Krieg kommt. So, aber okay. Ja, das geistige Schwert geht voran, wie du gesagt hast, und das physische Schwert, das Metallschwert, kommt hinterher. Das kommt hinterher. So könnte man das auch sagen. Ne? Ja, das ist, und das ist eben leider nicht nur im Positiven. Ne? Man hört sehr oft auch bei diesen oder in diesen Kriegspredigten, auf die wir ja noch gar nicht eingegangen sind, ja, wo sozusagen die Soldaten sich ja, mehr oder weniger fanatisieren, ja, und sagen, ja, ich kämpfe einen gerechten Krieg. Ja, wenn ich jetzt aus dem Schützengraben renne, dann, weil Gott es will, ja, dann ist das natürlich ein erstmal durch einen Priester gemacht, der sozusagen dann diese Soldaten sozusagen dann aufputscht noch, ja, um eben dann zu erzwingen, dass sie sozusagen die Waffe in die Hand nehmen. Ein kleiner Einblick darin sollte ja eben dieser Film aus dem Intro Glaubenskrieger eben auch geben, um zu zeigen, wie gehirngewaschen
die Soldaten sind. Und ich meine das jetzt in keiner Art und Weise irgendwie degenerierend. Also will die Soldaten jetzt gar nicht mal ein schlechtes Licht rücken. Aber die sind so, weil sie so sind, weil sie eben so ausgebildet werden. Und ein sehr gutes Beispiel dafür ist vielleicht für die Leute, die sich noch so, die ein bisschen so meine Generation sind und die sich vielleicht noch an Filme von früher erinnern, wenn man zum Beispiel mal den Film gesehen hat, Full Metal Jacket. Ja, das heißt auf Deutsch übersetzt Vollmantelgeschoss. Ein Film von Stanley Kubrick, ein sogenannter Antikriegsfilm über den Vietnamfilm, der, glaube ich, 2 Stunden geht oder so. Und der erste Teil des Films hat nur zu tun mit der Ausbildung der Marines, die da gezeigt werden. Die Gehirnwäsche, dieses Aufindoktrinieren des Kadavergehorsams auf die Menschen. Ich sehe den Film heute mit ganz anderen Augen, als ich ihn damals gesehen habe. Heute verstehe ich den Film. Wenn man die jesuitischen und römisch-katholischen Hintergründe kennt, sieht man diesen Film mit ganz anderen Augen. Und das ist im Großen und im Kleinen genau dasselbe, was heute in der Bundeswehr und in den meisten Armeen in anderen Ländern passiert. Ich sage mit Absicht jetzt meisten, weil ich will mich jetzt nicht verleiten lassen zu sagen überall, aber wenn wir uns dann mal kurz auf die Bibel beziehen, ja, ich möchte ja auch gerne mal die Bibel mit in die Sendung hineinbringen. Die Bibel sagt ganz deutlich, Offenbarung 17, Vers 2, und ich rezitiere das jetzt aus dem Gedächtnis, die Könige dieser Welt haben Unzucht getrieben mit der Hure von Babylon und die Völker dieser Welt sind trunken geworden von dem Wein ihrer Unzucht. Also eigentlich alle. Das ist, was die Bibel sagt. Ja? Und ich spreche sicher nicht gegen dem oder gegen das, was die Bibel aussagt. Und in diesem PDF, was wir jetzt gerade eben angefangen haben, und ich fürchte wirklich, dass wir ein paar Sendungen brauchen, um durch die Papiere zu gehen, die der Gerald hier zusammengetragen hat. Sicher, wenn man so tief da reingeht. Aber das fragt das ja auch. Ich meine, man kann ja nicht so ein Papier hier hinlegen und sagen, von steht da drin, guckt es euch an und weiter gehen wir. Nee, das geht, das kann ich nicht. Das kann Gerald nicht und das kann ich nicht. Und ihr sollt euch glücklich schätzen, dass wir es nicht können. Wir wollen uns nicht im Detail verlieren. Aber wenn man solche Dinge, wie zum Beispiel solchen Film wie Full Metal Jacket, ja, aus den 80er Jahren damit einbezieht, von Stanley Kubrick, in dieses Wissen mit einbezieht, dann liest man solche Dinge, die in diesem PDF stehen, ganz anders. Und wenn man dann noch die Bibel als wirklichen Hintergrund gebraucht, ja dann noch mehr, noch besser. Na? Mhm. Und dann eben versteht man das hier in Grün von Gerald angestrichene, von wegen von ja alles leugnen, eben genauso, wie es wirklich gemeint ist. Ne? Ja, gut, Gerald, Entschuldigung für meine Zwischenkunft wieder mal. Ja. Ja, aber das ist diese Exerzitien. Ne? Also ich muss an das Wort Exerzitien. Ja, die spirituellen Übungen, spirituellen Exerzitien von Ignatius von Loyola. Ne? Ignatius von Loyola hat ein paar wichtige Dokumente geschrieben und eins der wichtigsten ganz am Anfang seiner Karriere waren die spirituellen Übungen. Er hat also die Konstitution geschrieben, er hat die Monita Secreta geschrieben, die geheimen Instruktionen der Jesuiten, also einmal die Verfassung der Jesuiten, dann die geheimen Anweisungen der Jesuiten und die spirituellen Übungen, natürlich vor allen Dingen nach dem Einfluss, was er durchgemacht hat, als er damals durch Spanien da gepilgert ist und eben dann dieser Pilgerbruder wurde da zu der Zeit. Ne? Gut. Aber da nicht zu viel von rein, da muss man sich andere Lesungen von mir früher anhören, um in die Jesuiten reinzugehen, das ist alles bereits gelesen, dokumentiert und bewiesen, also das ist keine Theorie, das ist eine wahre Verschwörung. Mhm. So wie der Jesuitenorden auch. Was sie natürlich sofort abstreiten. Genauso wie sie das hier von diesem Deutschorden abstreiten. Das ist, je mehr etwas abgestritten wird in der Politik, desto mehr ihr davon ausgehen könnt, dass es wahr ist in der Welt. So. Oder getroffene Hunde bellen, ne? So ein bisschen. Genau. So, weißt, genau. Die verraten sich ja, ne? Sie verraten sich ja gerade mit solchen Sätzen. Was, ja, der Hund jault erst, wenn du ihm auf den Schwanz trittst, ne? Nicht vorher, ne? Genau. Ne? Würde der Satz hier gar nicht stehen, wäre mir nicht aufgefallen. Aber so steht er hier und fällt auf. Ne? Naja.
Gut, okay. Also ich, wie gesagt, fasse mich jetzt ein bisschen kurz auch. Ne? Wir haben sozusagen hier nochmal diesen Nachweis gesehen. Und dann, lieber Jörg, gehen wir auf die Seite 3 von diesem Auszug aus diesem Buch. Und da steht und im Jahre, es ist so eine Chronologie der zeitlichen Ereignisse innerhalb dieser Ordensgeschichte. Und da finden wir von 46 bis 47 auch grün angestrichen. Wo soll ich jetzt hingehen? Verstehe ich jetzt eben nicht. Warte, nochmal ein, ja, eins drunter noch. Warte, ach, das hast du, das hat gar nicht bei dir. Doch, ja, das eigentlich. Ne? Nee, eins drüber noch. Siehst du, das hat bei dir nicht grün, ist nicht grün unterlegt. In dieser Zeitleiste, kannst du, doch, jetzt ist es da, ne? 46, 47, ne? Genau, dort. Die Nürnberger Prozesse finden statt. Aha, okay, das ist interessant, dass der Orden dann 47 seine karitative Arbeit wieder aufnimmt, so wie den Malteser zum Beispiel auch. Ne? Dafür sind sie auch dann bekannt in der Öffentlichkeit, die Guten. Und dann steht hier so ein vielsagender Satz, Konrad Adenauer, der später zum Familiaren des Deutschen Ordens ernannt wird. Wir werden gleich sehen, was das ist. Zwingt die Deutschen zum Nachdenken. Das, ne, fand ich interessant. Also, aber die Deutschen zum Nachdenken und warum er die Deutschen zum Nachdenken gezwungen hat, das steht nur gerade nicht hier. Das hätte mich gerade mal interessiert. Aber mich hat er auf jeden Fall zum Nachdenken gebracht. Ne? So. Ja, weil, wie gesagt, all das, was hier drin steht, wirklich erstmal mit einer entsprechenden Lupe gelesen werden muss. So, und jetzt, Jörg, genau, gehen wir mal zu diesem Glossar über, zu diesem letzten Blatt. Genau, und da lesen wir nämlich hier direkt auf aus dem Buch Familiaren. Ja? Diesen Titel gab es bereits im Mittelalter. Man verstand darunter Gläubige, die sich ohne die Gelübde abzulegen für den Orden verwandten. Diese Bezeichnung gibt es nach der Approbation des Familiareninstituts durch Papst Paul VI. Im Jahre 1965 bis heute. Bis heute. Und das erinnert mich ja auch so ein bisschen an die Jesuiten, ne? Der kurzen Robe oder so ähnlich. Ne? Da gab es doch auch diese Koadjutatoren, ne? Die im Prinzip auch genau nach außen hin nicht irgendwie in einem bestimmten Kleid oder bestimmten Merkmalen gekennzeichnet sind, sondern eben, ne, als Zivilperson arbeiten konnten in allen möglichen Dingen. Da war das doch genauso, oder Jörg? Das ist vor allen Dingen rausgekommen nach der Wiederzulassung des Jesuitenordens 1814 durch Papst Pius VII., wo man eben die Säkularisierung des Ordens erreicht hat. Durch das Verbieten 1773 hat man hat einen römisch-katholischen Militärorden verboten, zwischen Anführungszeichen, ja, ganz deutlich, zwischen Anführungszeichen, verboten, um ihn dann wieder ins Leben zu rufen, aber eben zum großen Teil säkularisiert. Dass man heutzutage gar nicht mehr weiß, und da steht ja ein Herrscher des Bösen drin, ob jetzt der Anwalt, der Staatsanwalt, der Geschäftsmann vielleicht ein Jesuit ist, weil er eben jesuitisch erzogen wurde. Er hat zwar nicht die Gelübde abgelegt, aber er verbindet sein Leben und sein Tun, beruflich und privat, für die Ziele des Ordens. Ist selbst kein Jesuitenpriester, hat die Priestergelübde nicht abgelegt, ist aber ein Mitarbeiter des Ordens. Koadjutor, genau wie du gesagt hast, man nennt sie auch die Jesuiten der Kurzröcke, die Kurzrock-Jesuiten. Ja. Jesuits of the Short Robe im Englischen. Mhm. Ne? Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist also ähnliche. Das ist hier genau dasselbe Prinzip. Oder dasselbe Prinzip. Ne? Ja, also, dasselbe in Grün, sagt man so schön in Deutsch, ne? Genau. Ne? Genau. Auch bei Grün stimmt dann auch noch mit der Farbe. Also von daher. Ja, 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 aber das funktioniert, ne? Das klappt jetzt hier, ne? Da sind wir richtig auf einer Linie, du. Ehrenritter, letzter Punkt aus diesem PDF. Ne? Ehrenritter, wir erinnern uns ja, ne? Konrad Adenauer ist ja ein Ehrenritter geworden oder als Ehrenritter ernannt worden, sagen wir mal so. Und da steht eben jetzt hier auch, diesen Titel gibt es bis heute. Er wird äußerst selten an besonders verdiente und hochgestellte Familiaren verliehen. Aha, ne? An besonders hochgestellte. Ne? Ja, was sagt uns das jetzt?
Was sagt uns das jetzt? Dass die Aussage, die wir vor zwei Seiten in diesem Papier gelesen haben, dass das heute alles gar nicht mehr gibt und dass das ein Verschwörungstheoretiker ist, der sowas sagt, einer der Quatschritten, Aluhutträger, in ihren eigenen Glossar schreiben sie ein Stück später von, das stimmt doch alles. Nur wenn man erstmal den ersten Satz gelesen hat, wo alles abgestritten wird, dann geht man ja gar nicht mehr weiter und liest dann hier, wo es im Grunde selbst bestätigt wird. Also, mir fehlen die Worte. Deswegen sage ich ja noch was. Aber es könnten einem die Worte fehlen über so viel Lug und Trug und Täuschung. Aber interessant finde ich hierbei, Gerald, dass wir feststellen, sie sagen es uns selber. Mhm. Es kommt aus ihrem eigenen Dokument. Erst verneinen und dann durch die Hintertür sagen, gibt's doch noch. Das ist nicht irgendein anderer Autor, irgendein anderer Schreiber, der das jetzt geschrieben hat, sondern sie sagen es selber. Das ist wie die römisch-katholische Kirche, die sagt, wir machen keine Idolatrie, aber wir bauen hier eine Figur von Maria und ihr müsst alle niederbeten und diese Maria anbeten auf der anderen Seite. Das ist genau dasselbe. Ja, ja, genau, so ist es. Habe ich dir den Wind aus den Segeln genommen, oder was? Entschuldigung. Das war ich überlege, wie ich jetzt die Überleitung schaffe zum nächsten PDF. Da kann ich dir nicht mithelfen, das weiß ich nicht. Nee, ich mache das direkt. Lieber Jörg, schlage doch mal bitte das PDF auf. Öffne doch mal bitte das PDF Rosenkranz und Kriegsvision. Ja, erstmal diesen Titel, ja, das ist auch ein Buch, was ich hier bei mir habe, in meiner kleinen Bibliothek. Und das ist so Marienerscheinungskult im 20. Jahrhundert. Ich denke, das ist ein Buch, was wir öfters nochmal vielleicht auch für die weiteren Lesungen gebrauchen können. Aber jetzt erstmal nur ein kleiner Auszug aus diesem Buch, Seite 301. Und zwar hier Zwischenüberschrift der Rosenkranz und legendäre Fälle der Schlachtenhilfe Mariens. Und da bin ich doch tatsächlich wieder über unseren Orden, unseren deutschen Orden gestoßen. Und da würde ich nämlich mal vorlesen, so ein kleines Stück, ich weiß nicht, markiert ist es nicht, auf der rechten Seite, ne? Genau, auf der rechten, also 301. Und zwar, das ist der dritte Satz, einfach mal nur mal so. Im Mittelalter gewann in innereuropäischen Konflikten die Verwendung von wundertätigen Marienbildern und Marienreliquien zur Abwehr feindlicher Übergriffe an Bedeutung. Auch an den Rändern Europas suchten Krieger die Schlachtenhilfe Marias. Bei den Kreuzzügen im Osten und der Reconquista im Westen. Punkt. Für die Ritter des deutschen Ordens war Maria die besondere Schutzpatronin, weshalb deren Mitglieder als Marienritter bekannt waren. Der Ritterorden wurde Ende des 12. Jahrhunderts gegründet, um sich nach dem Vorbild der Johanniter und der Templer sowohl dem Dienst an den Armen und Kranken als auch der bewaffneten Verteidigung des Glaubens zu widmen. Bald verlagerte sich der Haupttätigkeitsbereich des Ordens vom Heiligen Land zu Gebieten um die Ostsee. Ja, wir wissen ja Ostsee, ja, Richtung Osteuropa auch. Ja. Ja, und dann geht es weiter. Keinem weltlichen Herrscher untertan, sondern nur dem Heiligen Stuhle direkt unterstellt, verehrten die Ordensritter Maria als ihre Königin. Entsprechend würdevoll wurde sie auch imaginiert. In der Literatur des Ordens wird Maria neben Gott als, Zitat, Hauptmann der Ritter bezeichnet. Der Feldzug wurde mit der Metapher der Wallfahrt beschrieben. Maria zuliebe seien die Ritter als Pilgrime und ins heidnische Land gekommen und hätten es mit ihrer Hilfe bezwungen. Es sei Brauch gewesen, ihre Feldzüge gegen die Heiden an hohen Marienfesten zu beginnen, um deren Erfolg zu gewährleisten. Diese Praxis war nicht unumstritten. Der Erfolg schien ihnen jedoch recht zu geben. So waren im Patronat Marias Vorstellungen von ihrer besonderen Kriegshilfe im Mittelalter angelegt, die in der frühen Neuzeit eine deutlich erkennbare Ausweitung und Intensivierung erfuhren. Die Sprache, mit der Marias Schutz- und Abwehrfunktion beschrieben wurden, speiste sich zunehmend aus einer Metaphorik, die an die Sachverhalte des Kriegs- und Militärwesens anknüpfte.
Zitat Ende. Na Jörg, was hatten wir gerade gesagt? Ja, ich meine, das sind natürlich alles Dinge, die haben wir mehr oder weniger auch schon besprochen in dem Buch über die Maria, die Himmelskönigin. Und hier sieht man jetzt nochmal, wie sich dieses, wie ein roter Faden irgendwie durchzieht. Ich meine, man muss sich ja irgendwann mal die Frage stellen, warum widmet der Papst die verschiedenen Länder, Europa oder sogar die ganze Welt an Maria? Genau eben aus diesem Grund. Und jeder der sogenannten Ritter, Kreuzritter oder was auch immer, ist im Grunde ein Marienritter. Weil alles wird für Maria gemacht. Wie hat Papst Johannes Paul II. Das genannt? Totus tuus. Ne? Totus tuus, wenn ich mich richtig erinnere. Ne? Alles für die eine. Oder alles für dich, so ungefähr. Ja, es manchmal habe ich auch zu viel Informationen, ganz einfach. Und meine Gedanken schweifen dann manchmal ab, wenn der Gerald irgendwas liest. Weil ich war, ehrlich gesagt, hier eben gedanklich an die bewaffnete Verteidigung des Glaubens. Sag mal, die schreiben sowas und wir lesen sowas, wir glauben sowas. Könnt ihr mir mal bitte erzählen, wo steht in der Bibel die bewaffnete Verteidigung des Glaubens? Gerald, weißt du, wo das in der Bibel steht? Das ist genau das. Ich kann es euch sagen, wo es steht. Epheser Kapitel 6, Verse 10 bis 18. Und ich werde jetzt mal eben die Schlachterbibel live öffnen. Ihr wisst, meine, was ich von der Schlachterbibel halte. Okay? Aber ich habe jetzt keine Lust, das in Deutsch rauszusuchen. Ach, wieso? Ich habe keine Lust, das in Deutsch rauszusuchen. Natürlich habe ich Lust, das in Deutsch rauszusuchen. Ich habe es in Deutsch. Ich habe die König-Jakobus-Bibel ja teilweise schon ins Deutsche übersetzt. Und dann werden wir doch mal eben jetzt mal live eine Suche machen nach Epheser. Und dann lese ich euch das mal in Deutsch vor. Da werdet ihr mal sehen, wie es in der Bibel steht. Ja? Das ist jetzt Epheser 1, das ist es noch nicht. Also müssen wir eben runtergehen. Epheser 6. Und dann haben wir das hier, Epheser 6, in den Versen 10 bis 18. Ja? Und dann werdet ihr mal sehen, was der Unterschied ist zwischen dem PDF, das wir gerade gelesen haben, das Ritter, Priester, Europäer heißt, das Buch, und wo, ne, das war doch das, was wir jetzt gerade gelesen hatten, ne? Ne, das war das andere hier, ja. Rosenkranz, das hier war es, was wir gelesen hatten, ja? Entschuldigung, Rosenkranz, okay, ja, man kann auch ein bisschen durcheinander kommen. Ne? Rosenkranz und Kriegsvisionen in diesem Buch, wo gesprochen wird vom bewaffneten, von der bewaffneten Verteidigung des Glaubens. Und wir wissen, dass wir hier über Militär sprechen. Wir sprechen hier über solche Dinge, die eben dafür gesorgt haben, dass solche Filme wie Full Metal Jacket nicht nur Millionen Dollar eingespielt haben, sondern vor allen Dingen Millionen Gehirne gewaschen haben von Soldaten, die ihr Blut vergossen haben für Zwecke, die andere Menschen ihnen als heilig erklärt haben. Was sagt die Bibel zur bewaffneten Verteidigung des Glaubens? Also, direkte Übersetzung aus der König James, also der König Jakobus Bibel aus dem Englischen ins Deutsche, Epheser Kapitel 6, Vers 10. Schließlich, meine Brüder, seid stark im Herrn und in der Kraft seiner Macht, nicht eurer Macht, seiner Macht. Zieht den ganzen Harnisch Gottes an, damit ihr gegen die List des Teufels bestehen könnt. Denn wir ringen nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen Fürstentümer, gegen Mächte, gegen die Herrscher der Dunkelheit dieser Welt, gegen geistige Bosheiten in hohen Lüften. Darum nehmt den ganzen Harnisch Gottes, damit ihr am bösen Tag standhalten könnt und alles getan habt, um auszuhalten. Steht darum! Ihr habt eure Lenden mit Wahrheit umgürtet und tragt die Brustplatte der Gerechtigkeit und eure Füße beschlagen mit der Vorbereitung des Evangeliums des Friedens. Vor allem nehmt das Schild des Glaubens, womit ihr in der Lage sein werdet, alle feurigen Pfeile des Bösen zu löschen. Und nehmt den Helm der Erlösung und das Schwert des Geistes, das Schwert des Geistes, welcher ist das Wort Gottes, die Bibel, die Heilige Schrift. Betet immer mit allem Gebet und flehet im Geist und wachet mit aller Beharrlichkeit und plädiert für alle Heiligen. So bewaffnet verteidigt man den Glauben
nach der Bibel und nicht wie hier in diesem Buch oder Büchlein oder PDF-Auszug beschrieben. Ja, so macht die Lesung Sinn. Hä? Nicht wahr, Gerald? Ja. Ja, absolut. Das ist wirklich so nötig. Danke dafür. Das ist wirklich so nötig, weil sonst glaubt man das ja wirklich noch, weil es in diesem PDF da so drin steht, ne? Dass man ein besonders guter Kämpfer mit dem Schwert sein muss, nur damit man seine Religion am besten verteidigen kann. Man muss eben alles immer an der Bibel messen. Genauso wie die Juden in Beröa das getan haben, die bessere Juden waren als die in Thessaloniki, weil sie alles in dieser Welt beschaut haben und an der Bibel gemessen haben. So steht es geschrieben. Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 11. Das ganze Kapitel, wunderbar. Ja? Und genau das machen wir hier auch. Wir lesen das hier in diesem PDF, bewaffnete Verteidigung des Glaubens. Ja, bin ich für, muss meinen Glauben bewaffnet verteidigen. Aber mit welchen Waffen und wie kämpfe ich? So, wie die Bibel es sagt. Und nicht so, wie der Antichrist es sagt. Nicht so, wie der Bundeskanzler es sagt. Nicht so, wie der Präsident es sagt. Sondern wie der Herr es sagt. So. Das ist so wahr, ja. Jörg, jetzt kann man eigentlich sagen, jetzt können wir eigentlich die Sendung abschließen. Jetzt machen wir zu Ende, oder was? Das ist ein Schlusswort. Also besser gibt es ja gar nicht, ne? Nö, wir haben noch ein bisschen Zeit, wir machen noch ein bisschen weiter. Aber jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, ja, ja. Jetzt haben wir wirklich noch ein bisschen Zeit, ne? Aber das ist doch mal ein Schlusswort, Jörg, das können wir doch eigentlich, also Jörg, das kannst du doch mal als wirklich wie am Anfang, so am Ende auch, ne? Das wäre doch mal eine Idee, ne? So ein Schlusswort. Na, wir haben noch ein paar Dinge, die wir mit unseren Zuschauern teilen wollen. Schau mal. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Nein, doch. Oh, oh. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Ja, die beiden. Dick und doof. Ja, so ist es, ne? Ja, also es ist wirklich jetzt schwierig, hier wieder reinzugehen, aber es ist natürlich genau der Punkt. Und es dreht sich immer alles um dasselbe Thema. Das muss man immer wieder sehen. Wir sind jetzt ja nur mal so kurz aus dem Ganzen rausgegangen, weil eben in den Büchern über Adenauer eben das Ganze mit dem Deutschorden erwähnt wurde, haben gesehen, dass hier auch wieder alles irgendwo ähnlich ist, wie wir das eben aus anderen Lesungen schon kennen. Ja, und wir haben ja letztendlich uns in der letzten Sendung ja auch darüber Gedanken gemacht, ne? Wie können dann Leute, die mehr oder weniger auch Militäroperationen und deren Angehörige unterstützen, wie können die denn eigentlich dann auch in bestimmte Ämter gewählt werden? Ja, jetzt wissen wir es, genau so. Ne? Weil diese Menschen, die in diesen politischen Positionen sind, einfach keine bibeltreuen Christen sein können. Das schließt sich komplett aus. Das schließt sich komplett aus. Woran diese Leute glauben, die haben sicherlich ihre eigenen Vorstellungen, aber es ist definitiv nicht die Bibel. Auch wenn sie es euch erzählen. Das muss man auch immer wieder sagen. Auch wenn sie es euch erzählen. Ja, und da waren wir ja im Prinzip der Lesung dann auch darüber gekommen, dass eben dann auch bestimmte Leute da eben auch in der Adenauer-Regierung gekommen sind. Und wir hatten dort als Beispiel diesen Fritz Schäffer mit Doppel-F, ne? Erinnert euch vielleicht noch, ohne dass ich jetzt großartig jetzt auf diesen Fritz Schäffer noch rumreiten will, weil letztendlich kann man da auch egal wen nehmen, es ist immer dasselbe. Ja, ich fand es auch bloß interessant, dass eben dieser Fritz Schäffer eben in so einem toleranten Geist da erzogen wurde. Ne? Und der Fritz Schäffer, ihr erinnert euch dran, das war eben der Erste, der eben dann gesagt hat, ja, wir brauchen die Todesstrafe. Die Todesstrafe brauchen wir wieder, weil es ganz wichtig ist, weil ich ein ganz toller Christ bin. Brauchen wir die Todesstrafe, ne? Als ob es einem Menschen gestattet ist, irgendwie zu richten. So, und da hatten wir mal geguckt, ja, Todesstrafe, okay, das Thema hat man immer wieder. Was allerdings in dem Braunbuch drin stand, war ja noch viel brisanter, nämlich die Todesstrafe für politische Taten. Und zwar in Friedenszeiten. Also nicht irgendwo im Krieg, Militärgericht, nee, in Friedenszeiten. Und das hat das Internet komischerweise nicht hergegeben. Das Einzige, was das Internet hergegeben hatte, ist dieser Artikel 102 Grundgesetz, die Todesstrafe ist abgeschafft. Wir wissen, dass sogar der Adenauer da sich mit eingesetzt hat am Anfang. Ja.
als das Grundgesetz quasi von den Alliierten mehr oder weniger festgesetzt wurde, was wir auch in den Lesungen schon gesehen hatten. Und dann hat sich aber auch Adenauer eben auch in seiner Meinung eben geändert. Ne? Und da war er auch wieder in schöner trauter Zweisamkeit mit seinem Ordensbruder Franz Josef Strauß. Ne? Lese ich hier gerade, ne? Seite 26 im PDF, im originalen PDF, ne? Wo wir jetzt hier eigentlich noch sind. Ja. Ne? 26, ne? Steht hier drin, ne? Befürworter der Todesstrafe. Ja, zu den bekanntesten Befürwortern einer Wiedereinführung der Todesstrafe gehören Franz Josef Strauß und sogar Konrad Adenauer. Ne? Die haben wir jetzt gerade kennengelernt über ihre Ehrenritter-Tätigkeit in diesen Marienorden. Ne? Also, ich glaube, also deutlicher kann man wie das sagt, nicht. Wie sagt man das, Gerald? Der Kreis schließt sich, ne? Ja, das ist die ganze Zeit. Ja, der dreht sich nur, also wir drehen uns ja nicht im Kreis. Aber wir drehen die im Kreis. Die drehen sich im Kreis, ja. 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 Wir zeigen deren Kreise auf, ne? Weil die kommen nicht voran. Also geistig sind diese Menschen tot, das ist ganz klar. Ne? Weil das, was hier gemacht wird, ist nur, dass man versucht, Macht auszuüben, Gewalt über andere. Und wenn du nicht mitmachst, nicht freiwillig mitmachst, dann wird eben Zwang ausgeübt. Und der stärkste Zwang eines Staates ist nun mal die Todesstrafe. Ne? Das darf man nicht vergessen. Ne? Und das ist der Punkt. So, und jetzt habe ich natürlich in diesem Punkt nochmal rot gekennzeichnet, dieser Richard Jäger, der den Spitznamen Kopfabjäger hatte. Das fand ich auch noch interessant. Auf den werde ich gleich nochmal eingehen. Lieber Jörg, scroll nochmal auf die Seite 27. Genau, und dort habe ich ein Zitat aus dem Spiegelartikel, den wir jetzt nicht unbedingt durchlesen müssen. Da habe ich bloß mal das Zitat rausgenommen. Über Adenauer. Weil, wie gesagt, er ist sozusagen der wichtigste Mann erstmal hier in diesem Spiel. Und da ist ein Originalzitat. Wenn es noch nach Konrad Adenauer ginge, müsste in Deutschland wieder gehängt oder geköpft werden. Wie immer hat er die Mehrheit der Bundesbürger auf seiner Seite. 3 von 4 Deutschen sind für die Todesstrafe. Zitat Ende. Klar, logisch. Ne? So, ich denke nicht, dass den Zuhörern so ein Zitat oder so eine Aussage von Adenauer so bekannt war. Ne? Das ist nämlich das, was man eben auch nicht liest. Und wie gesagt, es geht auch um politische Straftaten. Und das ist der Punkt. Es geht auch um politische Straftaten, wobei wir wissen ja, wir dort eigentlich gar keine Grenze ziehen, aber das hat eben nochmal eine ganz andere Brisanz hier, zumindest hier für die Lesung. So, und jetzt geht es hier nochmal mit diesem Richard Jäger weiter. Ne? Dieser Richard Jäger hatte viele Positionen inne, war Minister, CSU, Vizepräsident des Deutschen Bundestages, Anhänger von de Gaulle, was auch ein Hardliner war, ein katholischer Hardliner war. Und da wird über den Richard Jäger gesagt, auch in diesem Spiegelartikel übrigens, vermutlich wird man nicht den Galgen, sondern die Guillotine wählen. Das ist ein Zitat von ihm selber, von dem Richard Jäger. Also man hat im Prinzip dort schon, also er hatte schon so konkrete Vorstellungen, wie man dann dem Leben desjenigen ein Ende macht, ne? So, zu dieser Zeit. Ne? Und deswegen habe ich es nochmal angefügt, heißt eben dieser Richard Jäger eben Kopfabjäger und eben nicht Aufhängjäger, ne? Weil er eben da ganz klar diese Art der Strafe für die angemessen hält. Ne? So, wie gesagt, das Problem, was wir jetzt haben, ist diese Todesstrafe, die wurde also hier wirklich mal unter den Teppich gekehrt. Ich habe bei der Konrad-Adenauer-Stiftung nochmal nachgeschaut. Da steht über dieses etwas ambivalente, wir wissen, dieses neue Wort ambivalent, Verhältnis zu diesen Dingen, dass da eben, Zitat, ungeachtet seines Eintretens für die Wiedereinführung der Todesstrafe beim Mord, schrieb er als Minister die rechtsstaatlich-liberale Linie der bisherigen Justizpolitik fort. Zitat Ende. So, das steht, wie gesagt, offiziell auf der Konrad-Adenauer-Stiftung. Ungeachtet seines Eintretens für die Wiedereinführung der Todesstrafe beim Mord, schrieb er als Minister die rechtsstaatlich-liberale Linie bisheriger Justizpolitik fort. Aha, na, das ist auch eine schöne Linie, die er da fortführt. Ne? So, und ich habe natürlich weitergesucht, weil mit sowas lasse ich mich nie abspeisen. Und habe tatsächlich ein Buch gefunden, was man für 84 Euro als E-Book kaufen kann. Das hat den Titel Debatte um die Todesstrafe in der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1990 von Yvonne Hötzel. Ja, kann man
kaufen. Ich habe jetzt einfach mal bloß einen Leseausschnitt hier mal mit reinkopiert. Und da steht eben unter anderem auf der oder ab der Seite 207 zum Beispiel genau das, die, ich lese jetzt einfach mal hier quer rein, die Äußerung des Bundestagsvizepräsidenten und späteren Bundesjustizministers, Richard Jäger, wie gesagt, hatte mehrere Funktionen, Justizminister auch, der bei zahlreichen öffentlichen Auftritten die Wiedereinführung der Todesstrafe forderte und das, obwohl die demoskopischen Umfragen aus dem Jahre 1961 belegten, dass innerhalb der CDU-CSU-Wählerschaft eine starke Abneigung gegen die Todesstrafe bestand, als Beispiel. Beispielsweise bei den SPD-Wählern. Ja. Wie gesagt, man muss die Zeit sehen. Ja, die Menschen waren kriegsmüde. Die waren auch ein bisschen so, was das ganze Thema angeht, ein bisschen noch durch diese ganze Aufarbeitung, wie auch immer wir das jetzt nennen, ein bisschen geprägt. Deswegen waren da die Basis, die Laien waren da sozusagen erstmal gegen. Trotzdem, die politische Linie war ganz klar. So, und da steht jetzt drin, in der Sendung des Bayerischen Rundfunks aus der Sendung Politik aus erster Hand forderte Jäger, was Heinemann bereits in der 40. Sitzung des Bundestages am 4. Juli 1958 befürwortet hatte und christlich-demokratische Zwischenrufe mit Pfui rufen. Befürchtet, Entschuldigung, musst richtig lesen. Oh, danke dir. Ja. Befürchtet hatte und christlich-demokratische Zwischenrufe mit Pfui rufen als Verleumdung und Unterstellung zurückgewiesen hatte, die Todesstrafe auch für politische Vergehen und Verbrechen in Friedenszeiten, ne, wieder einzuführen. So, und das ist genau das, wonach ich gesucht hatte. Und da war da auch schon konkret ein Abgeordneter aus, von den Sozialdemokraten, der hieß Alfred Frenzel, der hat wohl irgendwo Informationen gegen Bezahlung an den hier tschechischen Nachrichtendienst weitergegeben. Und da meint er, ja, das wäre so weit wie so ein Kandidat. Und der hätte jetzt die Todesstrafe verdient. Genau, und jetzt, Jörg, auch hier auch für dich Luft holen. Ja, der Jäger hat nämlich am 7.1.1951 noch gesagt, dass er gegen die Todesstrafe ist. Ja, aber jetzt für Kriegsverbrecher. Er hat also gegen die Todesstrafe für Kriegsverbrecher plädiert. Und das fand ich jetzt schon mal richtig der Hammer. Weil wir erinnern uns, der Fritz Schäffer, der hatte ja auch so ein ambivalentes Verhältnis zu dieser Kriegsverbrechergruppe, ne? Legion Condor, sagen wir es mal ganz deutlich. Die ja mit diesen Zivilterrorangriffen angefangen hatten, ne? Im Rahmen des spanischen sogenannten Bürgerkriegs, ja, von 36 bis 39. Ja? Und hier haben wir einen Minister, einen Vizepräsidenten, der sozusagen dann sich offen in seinem Amt dafür einsetzt, dass es eben keine Todesstrafe für Kriegsverbrecher eben geben soll. Ne? Und das ist doch genau das, was die Fidesz-Romana-Leute ja, von sich sagen. In ihrer Position, in ihren Ämtern, in entsprechend den Möglichkeiten zu handeln. Und das sehen wir hier auch. So, dann lese ich hier nochmal kurz weiter. Nach Ansicht der Presse war es kein Wunder, dass ausgerechnet Jäger als erster Politiker der Nachkriegszeit die Todesstrafe auch für politische Taten befürwortet. Und jetzt kommt der Kracher. Schließlich sei er, Zitat, ein Freund des spanischen Diktators Franco und zeige unverhohlen seine Bewunderung für dessen Unterdrückungssystem. Und wir wissen, dass das Franco-System, das ist ein katholischer Faschismus erster Güte gewesen. Und hier wirklich lesen wir in dem Buch, was man als E-Book kaufen kann für 84 Euro, das, wonach ich da zwei Tage lang gesucht habe. So. Also das ist genau das, was die Inquisition mit Andersdenkenden gemacht hat, schon Jahrhunderte vorher, was wir jetzt hier wieder erleben, was wieder belebt werden sollte. Und da muss man eben genau hinkommen. Es gibt ein ganz wichtiges Wort, während den Anfängen. Wer sowas hier nicht ernst nimmt, der wird sich nochmal ganz schön umdrehen. Ne? Es gibt ja diesen schönen Spruch, wer in der Demokratie schläft, der wacht dann eine Diktatur auf. Ne? Wer denkt, dass das alles bloß irgendwelche Nettigkeiten sind, die man hier vielleicht aus irgendwelchen Gründen hier macht, weil man vielleicht irgendwie einen Schwerverbrecher jetzt hier richten will, der versteht gar nicht, dass dahinter noch eine ganz andere Sache am Arbeiten ist. Und es geht hier tatsächlich eben vor allem um die Leute, die eben gegen dieses System gehen.
Und das fand ich wirklich richtig krass. Vor allem auch dieser Unterschied, Kriegsverbrecher nicht mit dem Tode zu bestrafen, aber die, die sozusagen politisch aufmüpfig sind gegen dieses klerikale System. Ne? Ich erinnere euch an den Satz, ne? Den größten Erfolg erzielte der Vatikan im Westen schon mit der Errichtung der klerikal-militärischen Diktatur der CDU-CSU unter Führung Adenauers des Ehrenritters des Deutschen Ordens. Der weiß vielleicht auch, wo in Zukunft so ein bisschen die Richtung hingehen wird. Ne? So. Ne? Und da schließt sich der Kreis. Und da gehe ich auch nochmal, bitte ich euch auch nochmal darauf einzustellen, wir haben ja noch dieses Anfangsskript, Seite 1, mit der wir ja hier diese Lesung begonnen haben. Und dort auf der Seite 1 geht es auch um Franco. Ja, da geht es genau, dass sozusagen hier die Bundesrepublik ein System errichten will, was dem genau ein Äquivalent ist. Jörg, wenn, ich weiß gar nicht, wenn du die Möglichkeit hast, nochmal das erste, das ist jetzt wirklich mal nie geplant, mal dieses Originalskript nochmal hochzuholen. Da ja, steht hundertprozentig. Es ist ja nicht so schlimm. Ich mache ja erstmal weiter. Ich hab's, ja, ja, ist gut. Da steht doch genau das drin, das oder etwa nicht? Das ist das erste moderne Kriege. Ne? Ja, ja, das ist das. Das erste, ne? Mit dem wir angefangen haben. Ne? Ja, 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 ja. Das ist es. Ich muss nur erstmal eben das finden. Ja, also ich muss da das muss genau reinkommen, ne? Wenn, ich, wenn du das nochmal vorlesen könntest, weil ich kann es jetzt ja nicht so erkennen. Welches ist denn genau hier? Wir haben das hier mit dem Frings hier unten drunter. Ja, ja, da unten, ganz unten, da war doch irgendwas, war da nie was mit Franco? Ich erinnere mich, oder auf der anderen Seite, spanische Diktatur, spanische Modell, irgendwas, ja, das im Blauen drinne. Ja, hier unten drunter, wir sehen heute in Spanien, wie sich ein autoritäres, katholisches Regierungssystem hier unten. Ja. Das hat man noch gar nicht, das hat man noch gar nicht gelesen. Aber ja. das ist ja Feuer auf, das ist Öl auf das Feuer. Ne? Wir sehen heute in Spanien, wie sich ein autoritäres katholisches Regierungssystem, das ja auch in Deutschland angestrebt wird, auswirkt. Ne? Hier steht's. Also wir waren da noch nicht, wir waren hier oben stehen geblieben. Ne? Okay. Und hier, also ja, du hast natürlich schon vorgelesen, das ist ja gemein, ne? Ja, ich bin ganz du kennst mehr als ich von dem Papier und du kennst mehr als die Zuschauer und deswegen hast du jetzt gerade eben etwas preisgegeben, was eigentlich aufgespart hätte worden müssen für später. Aber ich meine, das ist ja nun ein ziemlicher Hammer, ne? Mhm. Gerade entdeckt. Ich habe der Einfall kam gerade jetzt eben. Ne? Wir sehen heute in Spanien, wie sich ein autoritärisch-katholisches Regierungssystem, das ja auch in Deutschland angestrebt wird, auswirkt. Also in Deutschland wird ein autoritäres katholisches Regierungssystem angestrebt. Entschuldige bitte mal, das hatten wir doch schon 1933 bis 1945. Wir haben es den Leuten nur nicht gesagt. Mhm. Also mit anderen Worten, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wir gehen dahin zurück, wo wir schon mal waren. Nur wir packen das jetzt, das Verpackung, das Geschenkpapier kriegt jetzt eine andere Farbe. 1933 bis 45 war es rot, dieses Mal wie Blut. Dieses Mal werden wir es grün einpacken, wie die Lüge. Na? Aber wer dem, der es auspackt. Ich hab da noch mal was zu sagen. Okay. Wir haben etwas sehr Merkwürdiges aufzuklären. Etwas sehr Merkwürdiges? Nein, das doch. Ist unglaublich, ne? Das ist nein, doch. Nee, es ist nicht unglaublich, nein, es doch. Ist einfach das, was es ist. Die Wahrheit, ne? In dem Sinne mal wirklich, wobei ich mich immer schwer tue, so zu sagen, das ist die Wahrheit, weil da bin ich ganz vorsichtig geworden mit Leuten, die immer so sagen, ja, ich habe hier die Wahrheit. Aber die sind auch nicht in diesem Bibelverständnis. Die Wahrheit hast du nur, wenn du die Bibel hast. Hm. Und wenn du alles an der Bibel misst, Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 11. Ich komme da immer wieder drauf zurück. Wenn du das hast, dann hast du die Wahrheit. Das wird den meisten Leuten nicht gefallen, weil sie da nichts mit anfangen können, weil sie die Basis deines Glaubens und die Basis deiner Untersuchung nicht verstehen können. Mhm. Aber das ist ja nicht dein Problem, das ist deren Problem. Weil
die Wahrheit ändert sich ja nicht, ob ich sie jetzt glaube oder nicht. Das ist der Wahrheit völlig Schnuppe. Am Ende werden wir alle vor dem Gericht stehen. Und dann werden wir sehen, dass Gott von Anfang an Recht hatte. Und wir alle falsch gelegen haben. Ein Satz, den man hier nochmal irgendwann in Farbe machen muss. Wenn wir so weit sind, weil wir sind ja erst weiter oben auf diesem... ich mache es schon mal farblich. Wir sind ja erst ganz oben auf dieser zweiten Seite geendet. Und ja, Gerald, das kannst du den Leuten jetzt erklären, warum wir noch nicht weitergekommen sind. Aber da ging ja unsere Diskussion vor dem Video drüber. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Also, ja, dann machen wir weiter. Ich habe jetzt noch ein weiteres PDF aufgemacht. Kommen wir da überhaupt noch durch? Du hast noch 10 Minuten. Ach, na ja, also wie gesagt, wie wir das wollen. Ich habe jetzt erstmal noch das alte PDF jetzt offen. Was natürlich deine Bitte war, wir hatten ja diesen Satz, ne, über den wir jetzt gerade hier mit dieser klerikal-militärischen Diktatur, ne, dass die sozusagen errichtet wurde und das der größte Erfolg des Vatikan war. Ne? Und dann war ja dieses Bild von mir zu Ende. Und dann hattest du ja noch den kurzen Satz gelesen, oder ne, eigentlich ist ja nie kurz, da ist bloß so kurz dann abgebildet, besonders gelang der Einbruch in die Negerbevölkerung. Ne? Und da, hab ich natürlich auch nochmal diesen Absatz, ein bisschen mehr sogar noch mal kopiert und dir als PDF mal mitgeschickt. Ne? Welches PDF und, ist das jetzt, dass ich das richtig das eben ist, öffne? Genau, das ist der katholische Orden und deutscher Imperialismus. Ne? Da kam ja dieses Zitat her. Ne? Hier ist es. Ne? Genau. Ne? Genau, und dort kann man im Prinzip dann nochmal weiterlesen. Das ist ja das, was Jürgen, das kannst du ja auch selber dann sicherlich auch nochmal kommentieren. Ja, hier steht es ja auch, in den protestantischen USA gelang es dem Vatikan nach dem Zweiten Weltkrieg, seine Positionen erheblich zu verstärken, während umgekehrt der wirtschaftliche wie politische Einfluss der USA auf den Vatikan erheblich zunahm. Die Zahl der Katholiken stieg in der Zeit von 1953 bis 1963 um 13,4 auf 43,8 Millionen. Besonders gelang der Einbruch in die Negerbevölkerung, von der schon in der Vorkriegszeit von 28 bis 40 jährlich durchschnittlich 5000 zum Katholizismus konvertieren. Hauptinstrument der katholischen Offensive wurde die New Catholic Welfare Conference, also die neue katholische Wohltätigkeitskonferenz, die im Ersten Weltkrieg als nationale Bischofskonferenz unter dem Namen National Catholic War Council, also nationalkatholisches Kriegskonzil gegründet, nach dem Kriege zu einer umfassenden Organisation des amerikanischen Katholizismus wurde, die heute das gesamte Verbands- und Propagandawesen beherrscht. Mit dem Kolumbusritter John Fitzgerald Kennedy kam erstmalig ein Katholik auf den Präsidentenstuhl. Nun, das war jetzt ziemlich schnell gelesen, da versteht man vielleicht noch nicht viel von. Ich sage euch das Folgende. Besonders gelang der Einbruch in die Negerbevölkerung, der schon in der Vorkriegszeit von 1928 bis 1940 jährlich durchschnittlich 5000 zum Katholizismus konvertierten. In der Zeit von 1928 bis 1940 haben sie in Amerika zum ersten Mal versucht, einen katholischen Kandidaten Präsident werden zu lassen. Wer jetzt aus dem Stegreif weiß, welcher das war, der kriegt von mir 100 Punkte. Da könnt ihr euch dann ein Überraschungsei mitkaufen, das voll mit Salmonellen ist. Alfred E. Smith. Schon mal gehört? 1928 der erste amerikanische katholische Kandidat, offiziell katholische Kandidat für das Präsidentenamt. Der später dann verstarb, ohne Präsident geworden zu sein. Und auf den das Alfred E. Smith Wohltätigkeitsdinner zurückgeht. Ha, Wohltätigkeit. Hatte ich das nicht gerade eben schon mal hier gelesen? Wie hieß es da? New Catholic Welfare Conference? Wohltätigkeit? Ein Wohltätigkeitsdinner, wo man tausende Dollar für ein Abendessen bezahlt und dann zwischen Donald Trump und Hillary Clinton oder George W. Bush und John Kerry
oder Barack Obama und wie hieß der andere Kasper noch, gegen den er da angetreten war, wählen zu können, mit immer dem amerikanischen Papst in der Mitte, Cardinal Edward Egan zum Beispiel, der ist im Glauben, der glaube ich im Augenblick diesen Dinge hat. Seht ihr das hier? 28 trat der Alfred E. Smith zum ersten Mal ein und an und später hat man dann New Catholic Welfare Conference gestartet. Hauptinstrument der katholischen Offensive. Ja? Wohltätigkeit. Also mir wird langsam schlecht, Gerald. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ja. Nein, mir, ich habe das Gefühl schon abgestellt heute. Ja, ne? Und in all diesen Ländern, ne, erstarkte die ökonomische, also die wirtschaftliche Basis des Vatikans und seines Klerus beträchtlich, insbesondere in den Vereinigten Staaten. So, hiermit schließe ich dann jetzt die Sendung für heute für mich ab. Ich überlasse danach dann dem Gerald noch das Schlusswort, weil hier muss ich noch mal eben einen Kommentar dazu fügen und sagen, wenn ihr das bestätigt sehen wollt, was hier steht, dann kann ich euch sagen, da müsst ihr ein Buch euch besorgen oder die Lesung von Tom Fress dieses Buches euch anhören. Das ist von Avro Manhattan, das heißt Vatican Billions. Das Buch wurde 1983 geschrieben, kam 1983/84 auf den Markt, hat hauptsächlich die Zahlen aus den 60er Jahren zugrunde und da seht ihr, in den Milliarden des Vatikans, das eigentlich bereits Trillionen sind, also 1000 Milliarden, ja, weil Billions ist ja, sind ja Milliarden im Deutschen, wie der Vatikan sein Reichtum da vergrößert hat. In all diesen Ländern erstarkte die ökonomische, also die wirtschaftliche Basis des Vatikans und seines hohen Klerus beträchtlich, insbesondere in den Vereinigten Staaten. Und da müsst ihr das Buch Vatican Billions zu lesen. Und das, meine lieben Zuschauer und Zuhörer, meine lieben christlichen Brüder und Schwestern, das ist wahre Untersuchung. Man liest so einen Satz in einem Buch wie gerade eben und man nimmt die Verbindung zu einem weiteren Buch und muss dann sich die Lesung anhören oder das Buch lesen von Avro Manhattan. So, das war's für mich, Gerald. Ich bin ermüdet. Es war also ich mitreißend, aber unglaublich spannend. Also, Also ich fand es auch richtig, richtig informativ auch. Ne? Und man nimmt viel mit. Ne? Und wie gesagt, ich will gar nicht so viel reden heute bei den ganzen Sachen. Ich muss das selber erstmal sacken lassen. Ne? Dieser geistige Kampf. Ne? Wir sehen ja auch das, was hier mit Welfare, mit Schenkung und so, ne, nach außen hin. Ne? Man positioniert sich sozusagen, ja, wir sind die Guten, wir tun was für die Armen. Ne? Und ihr wisst ja selber, was die Bibel über solche Menschen sagt. Ne? Ja, wenn man was schenkt, dann eben so, dass es eben keiner mitbekommt. Ne? Weil man eben aus einem ganz anderen Motiv heraus schenkt und nicht, was wir hier sehen. Ne? Und deswegen, wie gesagt, es ist ein geistiger Kampf und nur der führt in die Wahrheit und das Fundament ist die Bibel. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Abend und ich hoffe, bis bald. Maranatha.